Wollen Sie wissen, was jemand, den Sie kennen, so träumt? Nun, das können Sie ganz einfach erfahren. Schlafen Sie in seinem Schlafanzug. Karl Berker schläft eines Tages im Nachthemd seines Urgroßvaters, ehemals Professor und bekannt als großer Träumer und genialer Erfinder. Und was passiert? Schon am nächsten Tag ist die Erfindung des Jahrhunderts geboren. Ein Auto, das fährt, ohne Treibstoff zu verbrauchen und ohne Abgase zu produzieren. Als Karls Bruder Radim das Patent anmelden will, ist es zu spät. Denn die Pläne hat Thomas, der Sohn von Ingenieur Hamster, gestohlen und seinem Vater übergeben. Der lässt sich die Erfindung sofort patentieren. Er wird weltberühmt. Karl kann und will sich damit nicht abfinden. Er schlüpft ins Nachthemd seines Urgroßvaters. Er besucht ihn im Traum und bittet ihn um Rat und Hilfe. Der Urgroßvater zögert nicht. Mit Hilfe eines speziellen Gerätes fliegt er zu Ingenieur Hamster. Und weil er gerade unterrichtet, nimmt er die ganze Schule gleich mit. Ich bin überzeugt, dass ich für die Funktion des neuen Chefs Ihrer Abteilung niemand hier besser eignen würde als Ingenieur Hamster. Endlich der richtige Mann auf dem richtigen Platz. Ganz genau. Wenn wir hier Käse herstellen würden, wäre er direkt ideal. Ich darf doch um Ruhe bitten. Übrigens konnten wir, was seine Qualität betrifft, überall in der Fachpresse davon lesen. Erst gestern avisierte sein Besuch Chefredakteur Bryden von einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift. Natürlich will er über Ingenieur Hamster schreiben, aber es wird darüber hinaus auch eine Reklame für unsere ganze Fabrik sein. Herr Kollege, ich führe Sie also hiermit in Ihre neue Funktion ein und wünsche Ihnen viel Erfolg. Bitte. Ich möchte Ihnen als Abteilungsleiter heute nur versprechen, dass meine bedeutende Erfindung nicht die letzte gewesen ist. Es werden noch weitere, wichtigere Erfindungen kommen, die in aller Bescheidenheit... Ich muss Ihnen etwas sagen, Herr Hamster. Wie können Sie mich hier unterbrechen? Übrigens wissen Sie doch genau, dass hier Rauchen verboten ist. Pardon. Ich habe keine Zeit. Pardon. Also das Erfinden ist für mich nicht nur eine Aufgabe, sondern auch ein Hobby. Sagen wir es mal so, die Welt mit neuen, vor allem genialen Gedanken zu überraschen, empfinde ich gewissermaßen als meine erstrangige Pflicht. Ich habe mich schon lange nicht mehr so gut amüsiert. Und jetzt ein paar Worte zu unseren Aufgaben. Was hast du gesagt? Ich habe nicht verstanden. Jetzt mach endlich Schluss. Es fängt jeden Moment an. Also dann tschüss, mach's gut. Kannst mir ja morgen sagen, wie du es gefunden hast. Es fängt an. Es ist fast rührend, wie sich die eigenen Kinder für ihren eigenen Vater interessieren. Bitte dich. Thomas, Alice. Hier sind wir nun endlich mit unserer Reportage über einen der größten Erfinder unserer Zeit. Wir möchten Sie mit einem Mann bekannt machen, auf den seit ein paar Tagen die gesamte Menschheit gespannt blickt. Keiner kannte bis jetzt sein Gesicht. Aber nun, da sämtliche Automobilwerke der Welt die Produktion auf der Grundlage seiner umwälzenden Erfindung beginnen werden, stellen wir Ihnen diesen Mann vor, verehrte Zuschauer. Jetzt kommt es. Er ist einer von uns, ein einfacher und aufrichtiger Mensch. Nach der Arbeit entspannt er sich vor dem Bildschirm in einem kleinen Sessel wie Millionen seiner Mitbürger. Nur durch eines unterscheidet sich Ingenieur Karl Hamster von uns: durch seinen genialen Kopf. Wir haben ihn dort überrascht, wo er sich zum Nachdenken am liebsten aufhält und wo ihm die besten technischen Ideen gekommen sind. Wie zum Beispiel Ihr Perpetuum mobile, das die gesamte Automobilindustrie auf den Kopf gestellt hat. Das ist Ihnen doch auch in der Wanne eingefallen, nicht wahr, Herr Hamster? Ja, das auch. Es war vor 5 Jahren. Ich habe mir gerade die Ohren gewaschen und da ganz plötzlich, tja, glauben Sie mir, ist es über mich gekommen, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Tja, als ich fertig war mit Ohrenwaschen, hatte ich die Erfindung mehr oder weniger fertig im Kopf. So ein Mensch ist er also. Einfach, reinlich und bescheiden. Und doch einer der größten Männer unserer Zeit. Nun wollen wir ihn jedoch wieder dem Fluss seiner Ideen überlassen. Das mit dem Badezimmer war eine fabelhafte Idee. Es wirkte absolut natürlich, nicht? Was sagt ihr dazu, hä? Ach, weißt du, direkt schlecht fand ich's nicht. Aber was verstehst du schon? Ihr Hamster? Was, wirklich? Das wird ihn aber besonders freuen. Die Neubert von nebenan. Hm? Ich bin nicht da. Warum? Oh, schade. Er ist eben ins Arbeitszimmer gegangen. Sie wissen ja die Erfindung. Mhm, selbstverständlich. Ich sag's ihm. Danke, angenehme Ruhe.
Da wir gerade so schön beisammen sind, möchte ich euch sagen, dass ich hier viele Sachen grundlegend ändern werde. Kaufst du eine neue Villa mit Tennisplatz? Unter dem machen wir es nicht. Kommt Zeit, kommt vielleicht auch die Villa. Auf jeden Fall möchte ich, dass ihr euch alle mit mir über meinen Erfolg freut. Alice? Vati, also das darf doch nicht wahr sein, Vati. Na, freust du dich, ja? Und wie? Dafür müssen wir jetzt aber auch gut zusammenhalten. Du weißt, die Menschen verzeihen dir alles, nur den Erfolg nicht. Vati wird es jetzt nicht leicht haben. Schlaf gut, mein Kind. Bis morgen. Du musst auf dein Geschenk noch ein bisschen warten, aber dann wirst du staunen. Ist gut, sie liegt im Bett. Das soll sie auch bleiben. Es ist nämlich so, dass er uns was sagen will. Moment noch, Thomas. Cedral hat dich gesucht. Er hat zweimal angerufen. Was wollte er? Ich weiß nicht. Er hat gemeint, er kann es am Telefon nicht sagen. Dann sag das mir morgen. Also, was hast du? Tja, ich habe das Gefühl, dass es vielleicht gar nicht so übel wäre, wenn wir uns mit Radim Berka gut stellen würden. Meinst du, dass er was Konkretes weiß? Nein. Aber ich meine, es wäre besser, wenn wir in ihm einen Freund und keinen Feind hätten. Und praktischer. Und weißt du, wie wir das anstellen könnten? Hast du keine Angst, mit mir zu fahren? Nein. Sag mal, wie ist das überhaupt mit dir und dem Radim Berka? Wie soll es schon sein? Es hat sich eben alles geändert. Immerhin hält man ihn für einen Dieb. Ich habe schon mal gedacht, er hat es vielleicht deinetwegen getan. Er hat sich vielleicht großtun wollen damit. Dass du ihn in Schutz nimmst, wundert mich. Naja, immerhin ist er mein Freund, nicht? Und er ist ziemlich deprimiert. Man sollte ihm helfen. Ihm eine Chance geben, verstehst du? Was macht dir das schon aus, wenn du dich mit ihm verabredest? Hallo? Hallo. Wie geht's dir? Hier, ich hab deinen erwischt. Wann triffst du dich mit Alice? Wieso willst du das wissen? Ich dachte, dir liegt was an Alice. Ja, klar. Also dann Donnerstag um 6 beim Elefanten. Ich habe schon zweimal angerufen, deswegen, aber... Ich glaub's einfach nicht. Glauben Sie mal. Ins Gesicht hat's mir der Junge gesagt. Ich weiß, Sie haben 5.000 dafür gekriegt. Das ist ja schrecklich. Wer hat's Ihnen gesagt? Angeblich Ihre Frau. Sie ist verrückt geworden. Genau wie in der Werbung. Eine tolle Überraschung von Fati, was? Ich würde ihm auch gerne Freude machen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Kauf ihm doch zu den Lexika, die bei euch im Bücherschrank stehen, einen beleuchteten Globus. Das ist eine gute Idee. Klar, einen mit einer Birne drin. Ich schleiche mich rein zu ihm, stelle ihn auf den Tisch im Arbeitszimmer und knipse ihn an. Das wird eine Überraschung sein. Mhm. Ja, bitteschön. Guten Tag, Frau Berger. Guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen? Tja, wir hatten gehört, dass Sie verkaufen wollen, die Villa. Das stimmt, ja. Wir wollen uns irgendetwas auf dem Land suchen, nur... Soviel ich weiß, haben Sie doch schon ein Haus. Wollen Sie jetzt zwei? Sie haben gewiss gehört, mein Mann ist jetzt... Um es kurz zu machen, wir brauchen inzwischen etwas Repräsentativeres. Ach so. Ottokar! Wir schießen gleich los, wenn Sie rauskommen. Gut, und wer fängt an? Na du, es geht doch um deinen Bruder. Also dann merkt es. Für gute Ideen ist Clara da. Gut, ich merk's mir. Ich glaube, mein Vater wird sich drüber freuen. Hm? Tschüss dann. Tschüss und vielen Dank für die gute Idee. Seien Sie mir nicht böse, aber so eilt es mit dem Verkauf nicht. Warum sollten wir böse sein? Sie werden schon wissen, was Sie tun. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Am
Am besten sagst du gleich, dass wir alles wissen. Die können sich die Baracke an den Hut stecken. Guten Tag. Karl will Ihnen was sagen. Berka? Mhm. Hör zu, Berka. Du hast dem Cedral gesagt, meine Frau hätte was von Geld erzählt. Ja, stimmt. Also, nie im Leben habe ich mit dir geredet. Das müssen Sie nicht. Ich weiß es auch so. Ich weiß auch, dass Ihr Mann unserem Radim den Plan weggenommen hat. Was weißt du? Nichts weißt du. Du kannst gar nichts wissen. Ich werde dir zeigen, was du weißt, du Lümmel, du. Walter, ich bitte dich, komm. Naja, so doll war das nicht. Wie meinst du das? Ist doch gut gelaufen, oder? Wenn er den Plan nicht geklaut hat, macht er doch nicht so einen Zirkus. Der kriegt langsam Angst, sage ich dir. Erst nimmt er sich den Zidral vor und dann mich. Der Bengel sagt es mir glatt auf den Kopf zu. Ins Gesicht! Schrei nicht so, sie kann jeden Moment da sein. Dann würde sie einen Krach hören, als ob das sonst nie vorkäme. Und mach das Ding aus! Ach, ist ja schon gut. Glaubst du etwa, ich hätte dem Jungen was gesagt? Ich bin doch nicht verrückt. Also dann seid doch so nett und erklärt es mir, ja? Du hast nichts gesagt, du hast nichts gesagt und ich habe auch nichts gesagt. Aber die Jungs wissen, dass Cedral 5.000 auf die Hand gekriegt hat. Für ein paar Sätze. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum du dich so aufregst. Es gibt keinen einzigen Beweis gegen uns. Was das betrifft, bin ich völlig ruhig. Was wird das? Nur so ein Einfall. Ein Einfall? Aber wie man mit Ingenieur Hamster kurz einen Prozess machen kann, dazu fällt dir wohl nichts ein. Nein, und es interessiert mich auch nicht. Du gehst mir langsam auf den Nerv. Wir reißen uns für dich ein Bein aus, Albert und ich, und dich interessiert's nicht mal. Wenn das das einzige Patent in meinem Leben wäre, würde ich es auch nicht so einfach hinnehmen. Ich werde schon noch mehr erfinden. Ja, ja, du und deine Sprüche. Wie kann man sich nur so eine Ungerechtigkeit gefallen lassen? Weißt du, was du bist? Ein Idiot. Ach, lass mich in Ruhe. Ich hätte mit Albert nach Afrika fahren können. Du wolltest uns ein Jeep kaufen. Und Zelte. Und jetzt? Selbst überrascht. Die Chefs sind da. Ich hatte befürchtet, dass die äußere Form leiden würde, aber ich muss sagen, die Verkleidung sieht recht anständig aus. Darauf kommt es jetzt gar nicht Wichtig an. Ist nur, dass wir pünktlich zum Autosalon damit rauskommen, Herr Direktor. Pardon. Bitte, Herr Kollege. Herr Kollege. Herr Kollege. Auf ein Wort, Herr Kollege. Komm mal. Kollege Berka, ich sage das äußerst ungern, aber an Ihrer Stelle würde ich mich für Ihre Söhne schämen. Was ist denn passiert? Das fragen Sie doch. Der Ältere hat versucht, mir mein Weltpatent zu stehlen. Und der Jüngere, der schreit mich auf offener Straße an, ich hätte das ganze Projekt seinem Bruder gestohlen. Das ist ein Skandal. Ich bring das in Ordnung. Darum möchte ich auch bitten. Ah, Alice. Hallo. Hallo. Thomas hat mir gesagt, dass du... Dass wir uns morgen gegen 6 beim Elefanten treffen. Das ist ja fantastisch. Alice, ich... Du weißt nicht, wie... Vielleicht will ich's ja. Was weißt du schon? Tschüss. Das Buch über die Rätsel des Gehirns. Ich hab's endlich aufgetrieben. Hör zu, ich lese dir was vor.
Im Jahre 65 spielte sich bei den Stierkämpfen in Cordoba etwas Merkwürdiges ab. Ein älterer Herr stellte sich in die Mitte der Arena hin und blieb dort auch regungslos stehen, als ein gereizter Stier sich ihm näherte. Die Zuschauer schlossen vor Schreck die Augen. Sie sahen den Mann schon zu Tode gestampft im Sand. Aber der Mann entnahm seine Jackentasche, eine Schachtel und drückte auf einen Knopf. Der Stier blieb stehen, drehte sich um und ging wieder weg. Ganz Cordoba sprach tagelang von dem Wunder, bis herauskam, dass der sonderbare Torero der berühmte Neurologe Delgado war. Und dass er den Stier mit einem Kurzwellensender zum Stehen gebracht hatte. Er hatte ihm den Empfänger ins Gehirn eingepflanzt, so groß wie ein Knopf. Was sagst du dazu? Stell dir vor, da kommt plötzlich ein Fremder und steuert dein Gehirn. Was ist es? Was ist los? Bist du verrückt geworden? Jetzt sag schon, was ist denn plötzlich los? Ich hab's, Albert. Ich glaube nicht, dass mir im Leben schon mal sowas Tolles eingefallen ist, Albert. Na, raus damit, mach schon. Naja, wenn das möglich ist, was du gesagt hast. Wenn man das Gehirn von jemandem steuern kann, warum machen wir das nicht mit Ingenieur Hamster, damit er alles zugibt? Du meinst, ihn aus der Ferne zwingen dazu? Aus der Ferne geht sowas nicht. Wir kriechen in seinen Kopf rein. Du bist nicht mehr ganz normal, Karl. Ach was? Wir kriechen in seinen Kopf rein, weil wir so klein sein werden. Es gibt nämlich einen Apparat, der uns so klein machen kann. Ach nein, und wer hat den Apparat? Wer? Mein Urgroßvater. Da backe ich für Karl extra Buchteln und dann lasse ich sie daheim auf dem Küchenschrank liegen. Und Großvater? Macht nur Unsinn. Was denn sonst? Im Garten reift mal wieder was Umwerfendes. Ach so. Natürlich wird wie immer nichts draus, das kennen wir schon. Sprich nicht so von ihm, Mama. Aber es stimmt doch. Du hättest längst Abteilungsleiter sein müssen und was ist? Albert hat's mir aus einem Buch vorgelesen. Das Gehirn kann auch von jemand anders gesteuert werden. Du glaubst mir nicht, hä? Das wäre fantastisch, wenn das ging, aber wie willst du das machen? Ich brauch dafür nur das Nachthemd, damit ich wieder zum Urgroßvater komme. Er borgt mir das kleine Gerät, mit dem er aus Ingenieur Hamster einen Zwerg gemacht hat. Nur hat Mutti mir das Nachthemd weggenommen und wahrscheinlich hat's Großmutter schon eingepackt. Das ist hoffnungslos. Was heißt hoffnungslos? Ich kann's mir doch noch mal für eine Nacht borgen. Großmutter ist da, falls ihr es nicht wissen solltet. Was soll die von euch denken? Marsch ins Wohnzimmer! Hier, bitte. Danke dir. Sag mal, irgendwie haben die Jungs mir nicht gefallen. Als ob sie einen Streich aushecken würden. Ach, bestimmt nicht. Ich glaube, die sind längst im Bett. Gute Nacht und grüß den Urgroßvater schön. Ja, mach ich. Morgen, Herr Borike. Ah, du bist wieder da. Unterrichtet der Urgroßvater oder? Er ist oben im Kabinett. Danke. So, bitte. Das ist lieb. Ohne meine Tablette kann ich nicht mehr schlafen. Sag mal, du hattest mir doch das Nachthemd gegeben. Wo ist das geblieben? Also weißt du, da hört sich nun wirklich alles auf. Mutti, bitte reg dich nicht auf. Der Teufel soll sie doch holen. Es war klug von dir, damit zu mir zu kommen. Und die Idee ist gut, sie könnte von mir sein. Das ist im Grunde die einzige Möglichkeit, eine, sagen wir, gerechte Lösung herbeizuführen. Naja, alles, was recht ist, es ist schon eine vertrackte Situation. Denn... Au, das tut doch weh. Das tut doch weh. Zieh das an und das Nachthemd aus. Sieh mal hier, wenn man sich vorstellt, wie die Leute das bewundern werden, wenn es im Museum ist. Ja, sicher. Der Junge würde es doch bloß kaputt machen. Aber warum tut er das? Das ist mir ein Rätsel. Mach keinen Quatsch, Mensch. Wir werden doch so einen genialen Plan nicht aufgeben. Vielleicht fällt uns was anderes ein. Du weißt doch, was er gesagt hat. Dass es die einzige Möglichkeit ist, eine gerechte Lösung herbeizuführen. Was willst du denn machen? Wir müssen versuchen, über die Urgroßmutter an das Hemd ranzukommen. Die bockt uns bestimmt. Ich habe mein Motorrad auseinandergenommen. Ich kann nicht nach Rosenbach fahren. Und um 6 bin ich verabredet. Na schön, wie du willst. Aber es würde schon funktionieren.
Wir müssten nur in Rosenbach sein, bevor die Großmutter dort wieder aufkreuzt. Hast du verstanden? Ja? Hallo. Hallo. Was ist? Du, Thomas, wofür hat Cedral die 5000 bekommen? Ich weiß gar nicht, wovon du redest, Alice. Was denn für 5000? Ist schon gut. Wenn du nichts darüber weißt, schlaf gut. Du auch. Wie ist denn das möglich? Wie ist das möglich, dass Alice davon weiß? Ich habe nicht gesagt, dass sie es weiß. Aber bestimmt ahnt sie was. Und du arrangierst noch eine Verabredung mit Radim, du Dummkopf. Das kommt nicht in Frage. Die beiden dürfen sich nicht treffen. Geh wieder ins Bett jetzt. Nacht. Gute Nacht. Was ist mit dir? Hast du ein Problem? Ich müsste nach Rosenbach fahren. Aber ich habe das Motorrad auseinandergenommen. Und wenn ich per Anhalter fahre, komme ich zu spät zu der Verabredung mit Alice. Weißt du was? Ich fahre dich nach Feierabend hin. Würdest du das machen? Hm. Ich halte dich bestimmt nicht lange auf. Ich will nur was abholen. Wir können sofort wieder los. Kein Problem. Ich bin in ein paar Minuten wieder da. Wenn es kaputt ist, die Werkstatt ist um die Ecke. Nein, nein, es ist nichts. Ich warte hier nur auf meinen Freund Radim. Was? Auf Radim? Ist Radim denn hier? Na sowas. Wo kommt er denn her? So, bitte. Wenn er darin wirklich so gut schläft. Vielen Dank. Ja, er muss es nicht zurückbringen. Wir haben davon noch ein halbes Dutzend. Ich hätte es mir denken können. Wieder das verwünschte Nachthemd. Na und? Was ist? Das wirst du nicht mitnehmen. Da erlaube mal. Immerhin hat das Nachthemd meinem Mann gehört. Da werde ich wohl das Recht haben, damit zu tun. Nichts wirst du. Ich habe die Hemden dem Museum versprochen. Also kommen sie auch ins Museum. Ach, du weißt, wie es ist. Wenn Großmutter sich was in den Kopf gesetzt hat, dann kann ich auch nichts mehr machen. Radim! Radim, warte. Nimm das mit. Die Großmutter hat doch Brutzeln für Karl gebacken. Nehmen Sie ihn mit. Mhm. Ist gut, ich gebe sie ihm. Tschüss. Tschüss, dein Junge. Gute Fahrt. Fahr los. Oh? Wieso bist du so sauer? Bin ich nicht. Was wolltest du hier eigentlich? Auch wenn du mich für verrückt hältst, ich wollte ein Nachthemd holen. Stattdessen bringe ich Buchteln mit. Ist doch besser, oder? Was hat er denn? Ich weiß nicht. Keine Angst, wir schaffen's schon. Natürlich hat sie mich aufgerufen. Mal wieder keine Ahnung. Und sie hat zu mir gesagt, mir scheint, du verwendest ein bisschen viel Zeit auf deine Haarpflege. Inzwischen verkommt deine graue Hirnrinde. Dann meinte sie noch, mit mir wird es doch nichts. Erstaunlich, aber die ist ganz schön frech, ne? Ich bezahle einen Saft. Danke. Danke, auf Wiedersehen. Na bitte, das hätten wir. Es ist sowieso zu spät. Ach was, das schaffen wir noch. Die wartet schon. Ich drück jetzt auf die Tube. Ich war jedenfalls ganz schön sauer. Guten Abend, Entschuldigung. Wisst ihr, ob hier zufällig ein
Mädchen war? Ja, die hat dort gesessen, aber vor ungefähr einer Viertelstunde ist sie weg. Da hast du Pech. Danke. Nicht zu danken. Ach ja, und noch was. Welche findest du besser? Die hier oder die? Ich weiß nicht. Da bist du ja. Was ist? Hast du's? Alles ist schief gegangen. Auch die Verabredung habe ich verpasst. Die Buchteln hier schickt dir die Urgroßmutter. Buchteln. Du bist gut, ich brauch das Hemd und du bringst mir Buchteln. Jetzt ist wirklich alles aus. Lass mich in Ruhe, alle beide. Ich hab es schon fast gehabt, da ist die Großmutter gekommen. Du hast es nicht geschafft, bevor sie da war? Nein, ich hab's nicht geschafft. Jungs, Vater ist gekommen, wir essen gleich. Ich gehe dann. Weißt du was? Nimm die Buchteln für deinen Hamster mit. Mir ist jetzt der Appetit vergangen. Dankeschön. Ciao. Ciao. Albert, vergiss nicht, die Hamster zu füttern. Keine Angst. Heute kriegen sie was Feines. Karl hat ihnen Buchteln geschenkt. Na, da werden sie sich aber freuen. Gleich gibt's Abendbrot. Ist gut. Ihr habt's gehört. Ihr werdet euch freuen, sagt sie.